Ja, schauen wir vor die SPD-Bundesparteizentrale, das Willy Brandt-Haus in Berlin. Max Hermes ist für uns dort. Max, die Zahlen sprechen im Moment für Olaf Scholz. Sie sprechen für die SPD. Was kann dem SPD-Kanzlerkandidaten denn jetzt eigentlich noch gefährlich werden? Das ist so ein bisschen die Frage. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist ja gestern einmal mehr mit Fakten ins Rennen gegangen. Er hat über das Rentenniveau gesprochen. Er hat über Wohnungen, bezahlbaren Wohnraum gesprochen und Wohnungen, die gebaut werden sollen. Und er hat sich gegen Angriffe von Armin Laschet verteidigen müssen, was Cum-Ex-Skandal angeht, was den Warburg-Skandal angeht und was die Durchsuchungen im Finanzministerium angehen. Aber wir haben einen da, mit dem wir das Ganze noch besser analysieren können. Bei mir der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Guten Tag. Guten Tag. Herr Klingbeil, wie haben Sie den Auftritt Ihres Kandidaten gestern gesehen? Das war ein souveräner Auftritt von Olaf Scholz. Er hat deutlich gemacht, dass er Kanzlerformat hat, dass er einen Plan hat, was er in Deutschland durchsetzen will, was er umsetzen will. Und er hat gezeigt, dass er die Erfahrung und Kompetenz hat. Das ist klar geworden, weil er immer wieder sachlich geredet hat, weil er die harten Angriffe von Armin Laschet auch souverän abgewehrt hat und es immer wieder auf das Wesentliche konzentriert hat. Also der Unterschied zwischen Laschet und Scholz ist gestern sehr deutlich geworden. Die Umfragen sehen ja jetzt Olaf Scholz ganz weit vorne. Ist da überhaupt noch was zu verlieren? Ist die Kanzlerschaft Olaf Scholz jetzt schon sicher? Wir haben jetzt 13 Tage vor der Wahl und die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land stehen jetzt vor der Frage, und das zeigen die Umfragen, ob der nächste Kanzler Armin Laschet heißt oder Olaf Scholz. Das müssen die Wählerinnen und Wähler jetzt in den nächsten 13 Tagen entscheiden. Der Unterschied ist gestern deutlich geworden. Einer, der eine Idee hat, der einen Plan hat, der etwas umsetzen will. Der andere, der nur im Angriffsmodus ist, der völlig überzieht, der dünnhäutig ist und der keine Form von Souveränität mit sich bringt. Und jetzt liegt es an den Wählerinnen und Wählern. Was noch nicht deutlich geworden ist, in welcher Konstellation die SPD gerne regieren würde, wer wäre da Ihr favorisiertes Bündnis? Mit wem möchte man koalieren? Möchte man mit der Linkspartei koalieren? Wir kämpfen jetzt für eine starke Sozialdemokratie. Darum geht es die nächsten 13 Tage. Wir wollen einen klaren Auftrag, dass Olaf Scholz Kanzler wird, dass wir die nächste Regierung führen. Und es geht um die Inhalte, die wir durchsetzen wollen. Und auch da sind ja die Unterschiede deutlich geworden. Wir stehen dafür, dass es eine Rentengarantie gibt. Armin Laschet lehnt das ab. Also das heißt, es wird für die Rentnerinnen und Rentner schlechter, wenn Armin Laschet gewinnen sollte. Wir sagen ganz klar, wir wollen den Mindestlohn erhöhen. Auch da blockiert die Union. Armin Laschet will das nicht. Und wir sind die Partei, die sagt, wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wir wollen, dass es für die Mieterinnen und Mieter besser wird. Auch hier keine Ideen der Union. Also die Unterschiede sind deutlich geworden. Es geht jetzt um starkes Mandat für die SPD. Wir wollen unsere Politik umsetzen. Armin Laschet hat der Olaf Scholz da gestern auch vorgeworfen, dass bei der Rente diese Garantie eben nicht gegeben werden könne. Wie kann man jetzt schon so weit in die Zukunft blicken und sagen, bis 2040 können wir die Renten tatsächlich garantieren? Das ist doch noch gar nicht klar. Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Wie entwickelt sich die Konjunktur? Wie kann man jetzt diese Garantie da schon geben? Ja, wir haben einen Plan. Wir haben ein durchdachtes Rentenkonzept. Das haben wir erarbeitet mit Experten zusammen. Und im Mittelpunkt steht übrigens, dass wir eine gute Lohnpolitik haben. Also die beste Rentenpolitik sind anständige Löhne. Deswegen wollen wir den Mindestlohn erhöhen auf 12 Euro. Das verbessert sofort die Situation für 10 Millionen Menschen. Wir wollen Tarifbindung, wir wollen Tariflöhne erhöhen. Die Union möchte gerne Steuergeschenke machen für die Superreichen in diesem Land, in dem der restliche Solidaritätsbeitrag abgeschafft wird. Und da ist ein klarer Unterschied. Wir sagen Politik für die Rentner, die sagen Politik für die Topverdiener. Wer SPD wählt, kriegt einen Kanzler Olaf Scholz. Das haben wir jetzt gestern im Triell gelernt. Aber man möchte auch ein bisschen was über die Person hinter Olaf Scholz wissen. Wer würde denn in ein Kabinett Olaf Scholz von SPD-Seite aus einziehen? Ich muss Sie da enttäuschen. Es geht am 26. September um die Frage, wer wird Kanzler in diesem Land? Wer folgt auf Angela Merkel? Und da haben die Menschen jetzt die Wahl. Wird es Armin Laschet? Wird es Olaf Scholz? Das müssen alle entscheiden. Und den Rest gucken wir dann nach der Wahl. Die Namen Kevin Kühnert und Saskia Esken stehen hier im Raum. Können Sie denn zu den Namen irgendwas sagen? Das würde die Wähler ja durchaus interessieren. Nein, die SPD ist geschlossen. Saskia Esken als Parteivorsitzende, Kevin Kühnert als stellvertretender Vorsitzender. Wir kämpfen gerade mit 400.000 Parteimitgliedern, dass wir diese Chance, die wir jetzt haben, Olaf Scholz ins Kanzleramt zu bringen, dass wir die gemeinsam nutzen. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass die SPD das geschlossen macht, dass wir beieinander stehen. Wir sehen ja auch bei der Union, wie es anders geht. Ja, ein Markus Söder, der jetzt wieder den Druck hochfährt, die ganzen Attacken auch aus der CSU gegen Armin Laschet, ein Friedrich Merz, der sich absetzt jetzt vom eigenen Kanzlerkandidaten, der das eigene Programm torpediert, also ein Hans-Georg Maaßen, der wieder gegen die eigene Partei schießt, dass es diese Unstimmigkeiten bei der SPD nicht gibt, dass wir eine Form von Geschlossenheit haben, das zeichnet gerade den Wahlkampf aus und das ist eine gute Voraussetzung jetzt auch für den Schlussspurt in den nächsten 13 Tagen.
Mit breiter Mehrheit hat der Bundestag gerade das Mandat für den Hilfseinsatz in Kabul gebilligt. Mit einer Linkspartei an der Seite wäre das wohl nicht so einfach möglich. Die lehnt ja jegliche Bundeswehreinsätze ab. Wie wäre das künftig in einer Koalition mit der Linkspartei dann möglich, solche Einsätze zu fahren? Olaf Scholz hat ja klar gesagt, für welche Inhalte er steht. Die sind im Zukunftsprogramm angelegt, aber auch für welche Prinzipien. Und das ist ein klares Bekenntnis zur Bundeswehr, zur NATO, auch zu den Auslandseinsätzen, die es immer wieder geben kann in schwierigen Situationen. Und da steht die SPD sehr klar zu. Und die Linke hat jetzt gerade mit dem Nichtzustimmen zum Mandat deutlich gemacht an dieser Stelle, dass sie verantwortungslos agiert. Und ich glaube auch, dass der Linken das schaden wird. Sagt Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär. Vielen Dank und damit zurück zu euch ins Studio.